Kann ich Obsidian auch noch optisch verändern? Das wäre natürlich cool fürs Portal, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, ich gebe mal Obsidian ein. Man kann das tatsächlich optisch verändern. Okay. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Lass dich überraschen. Und da ist Lava drunter. Es war mir ja irgendwo klar, dass das da irgendwo mal wieder passiert. Wie viel Obsidian nimmt man mit? Nimmt man das ganze Feld hier unten mit? Dafür muss ich aber die Wasserquelle wieder öffnen. Zumindest so, dass hier was runterläuft. Damit hier das abgesichert ist. Damit ich mir hier nicht den Arsch verbrenne. Oder andere Körperteile. Tja, ja. Was könnte man denn noch erzählen? Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwas erzählt. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Mal überlegen. Das habe ich erzählt, das habe ich erzählt. Ui. Ich dachte jetzt gerade, die Musik, die wird noch lauter, aber sie hat gerade aufgehört. So teilweise. Hm. Ach ja, doch, ne? Nee. Es ist ja verrückt. Jetzt sitze ich einmal hier und weiß wirklich nicht, was ich erzählen soll. Das kommt selten vor. Weil normalerweise habe ich immer was zu erzählen, aber diesmal fällt es mir nicht ein. Mal kurz umgucken. Habe ich mir hier irgendwas aufgeschrieben? Nö. Irgendwie nicht. Ich trinke einfach mal was. Mal sehen, ob es mir dann einfällt. Ach ja, ja doch. Jetzt fällt mir wieder was ein. Ich habe hier letztes Mal, also letztens erst, habe ich eine E-Mail bekommen. Also angeblich von der Telekom. Da stand dann ihre Telekom-Mobilfunkrechnung. Als ich mir den Absender angeguckt habe, da dachte ich mir erstmal, okay, das ist schon mal nicht die Telekom, weil das war irgendwas griechisch geschriebenes. Griechisch geschriebenes, sage ich schon. Russisch geschriebenes. Mit kyrillischen Buchstaben. Da dachte ich mir nur, okay, nein, das wird bestimmt nicht die Telekom sein. Und dann habe ich mir die so durchgelesen, dann stand da ihre Mobilfunkrechnung für Geschäftskunden. Da dachte ich mir im ersten Augenblick auch, yo, ich und ein Geschäftskunde. Ich habe ja auch schon mein eigenes Geschäft, was ich leite, und deswegen bin ich Geschäftskunde. Irgendwie ja nicht, ne? Nur weil ich hier YouTube-Videos mache, heißt das nicht, dass ich hier ein Geschäft habe. Das ist Hobby. Ich bin Privatanwender von solchen Produkten. Ja, ja. Ich habe die sofort gelöscht. Da war auch ein Anhang mit bei, weil wenn ich den bestimmt geöffnet habe, dann hätten wir uns hier heute nicht so wiedergesehen. Dann wäre nämlich alles Fujikato gewesen. Und das möchte ich nicht noch einmal riskieren, dass alles weg ist. Obwohl ich jetzt schon Sicherheitskopien mache. Jedes Mal nach der Aufnahme mache ich gleich immer eine Sicherheitskopie von der Welt. Damit die sich auch ja nicht bis zum nächsten Mal verändert. Also dass wieder alles weg ist oder pipapo, man kennt das ja. Ich habe mir auch mal so meine alten Folgen angeguckt. Sprich also Minecraft und Minecraft-Technik. Also das war ja richtig, Minecraft-Technik hieß das ja früher. Dieses Pack, das gibt's ja schon viele Monate nicht mehr. Oh, und da dachte ich mir, holala, da warst du aber mutig früher. Vor allem, da habe ich so in das Mikrofon gegrüllt. Naja gut, das Mikrofon hat auch schön schnell übersteuert. Also ich muss noch nicht mal reingebrüllt haben. Das hat sich eigentlich sofort übersteuert. Das war noch das alte G360, hieß das Headset so? Ich glaube, so hieß das. Ich wäre da beinahe reingefallen. Und das hat halt gerne mal übersteuert.
Ich bin ja froh, dass ich das heute hier alles schön über ein Kondensatormikrofon so mache. Und mir einfach meinen Kopfhörer da separat anstecke. Das ist um einiges bequemer. Und man hat nicht die ganze Zeit so ein, ja, so ein Mikrofon direkt vorm Mund. So steht das ein bisschen weiter weg und es ist sogar noch ein Popschutz drauf. Davor, dass man hier nicht reinpusten kann. Wobei, wenn ich hier mal kräftig reinpuste, dann hört man das auch. Aber zumindest ist es gedämpft. So, Ferreros Ohr brauche ich nicht. Wir werden uns mal um den Creeper hier kümmern. Uiuiui. Hier machen wir uns auch mal Licht. Da oben sind Diamanten. Da möchte ich gerne hin. Hi, Diamanten, na? Geht's euch gut? Ich hole euch mal da aus dem Gestein heraus. Ihr kommt jetzt in meinen Besitz. Wir haben schon 30 Stück. Holla die Waldfee. Wenn man so viel im normalen Minecraft hätte, dann wäre man der King. Und wenn man in unsere Kisten so reinguckt, ne? Da sind ja etliche mehr drin. Nee, aber passt bloß auf, was ihr so an E-Mails bekommt, weil es könnte eure letzte sein. Zumindest auf diesem Computer dann. Wir haben auch viele Kunden, das muss man mal so sagen, die fangen sich irgendwelche Viren ein. Den BKA-Virus zum Beispiel. Ist auch so ein ganz beliebtes Ding. Und dann, wenn man sich so die Verläufe anguckt, auf was für Seiten die so surfen, dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum die dann den BKA-Virus haben. Es ist manchmal so ein bisschen belustigend, weil auf was für Seiten die da zum Teil gehen, das ist unter jeder Menschen Vorstellungskraft. Also jeden normal denkenden Menschen. So wie du und ich. Und, da fragst du dich dann ernsthaft, was geht eigentlich in denen ihren Köpfen vor? Da willst du, glaube ich, niemals alleine bei denen zu Hause sein. So ungefähr fühlt sich das an. Oh, ich sollte hier vielleicht mal irgendwie rausgehen. Ich will das jetzt hier nicht ins Detail bringen, was die sich für Seiten zum Teil angucken, aber vielleicht können sich das die ein oder anderen schon denken. Nur, das ist ja nicht normal. Das ist ja dann schon eher sowas Abstruses und Ekelhaftes, wo man sich selber dann vorwidert. Vorwidert? Sagt man das so? Nee, vorekelt, so sagt man. Aber gut. Uah! Alter, was war das denn? Oh, hab ich mich erschrocken. Lava, 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 Lava. Oh, Alter, warum hat denn das gerade geknallt? Da war doch gar kein Creeper. Oh. Entschuldige, dass ich jetzt ein bisschen lauter gerade war, aber... Alter. Uiuiui. War das ein sofort explodierender Creeper oder was war das? Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist ein Wasserfall. Oh. Mamma mia. Das hat mich jetzt eben gerade echt geschockt. Oh nein. Ich habe ein kleines Problem. Ich bin kurz vorm Krepieren. Ich darf nicht noch ein Skelett hier in der Nähe haben. Wir sollten hier vielleicht mal rausgehen, damit wir mal unser ganzes, unsere ganzen Errungenschaften mal wegbringen. Ah, Spinne, Spinne! Hau bloß ab! Hau bloß ab! Oh, sie ist tot! Weißt du, was ich jetzt mal mache? Wir haben jetzt diese Fledermaus. Dann werde ich mich auch mal in eine Fledermaus verwandeln. Und mal hier rausfliegen. Oh, es regnet. So, wo fliegen wir denn mal hin? Oh, das ist cool, wenn man fliegen kann. Dann kannst du vor allen Dingen den ganzen Monstern da unten aus dem Weg gehen.
Geht irgendwie hier die Solarzelle ganz nach oben? Irgendwie sieht das... Hä? Ach so, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn es regnet, dann dreht sich die Solarzelle nach unten. Was hat denn das Schwein hier Cooles auf dem Kopf? Einfach mal ein Stück Holz mit einer Axt oben drinne. Na, wunderbar. Wir fliegen mal kurz nach Hause. Wir könnten quasi an unserer Baustelle weitermachen. Weil wir haben ja jetzt die Fledermaus und wir sind ganz schön klein. Ich glaube, wir kommen sogar... Kommen wir jetzt hier auch durch? Tatsächlich. Das ist ja cool. Da geben sich ganz neue Möglichkeiten für Geheimgänge. Da musst du dich einfach nur mal schrumpfen lassen. Achso, ich wollte jetzt eigentlich wieder zurück. So. So, jetzt bin ich wieder ich. Und wir haben 27 Obsidianblöcke. Jetzt ist die große Frage aller Fragen. Wo packen wir das Obsidiantor hin? Ich meine, Platz haben wir ja genug irgendwie. Und wir haben keine Kohle gefunden. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Egal. Man sollte das auch richtig rumpacken und nicht unten Eisen. Naja, egal. Knochen, die packen wir mal hier rein. Dann haben wir ganz viel Gold. Oh je, ich muss die Sortierung meiner Kiste nochmal überdenken. Wir nehmen am besten die Kohle raus. Genauso wie das Silikon. Die Kohle packen wir erstmal hier mit rein. Obwohl das überhaupt nicht miteinander zusammenpasst. So, dann packen wir hier mal Kupfer hin. Das Zinn packen wir hier auch rein. So. Eisen haben wir noch Platz für. Ruby, naja, da brauchen wir jetzt nicht so unbedingt was auskühlen, genauso wie den Saphir. Aber für Diamanten, da könnten wir ein bisschen mehr Platz gebrauchen mittlerweile. Wenn ich die jetzt nämlich da drauf packe. Ach, das ist ja hier Aluminium, nicht Eisen. Eisen ist ja hier. Oh. So geht's los, ne? Ich habe keinen Platz mehr in der Kiste. Ist das nicht genial? Naja, gut, da muss ich mir noch was ausdenken. Dann packen wir hier auch noch das Relikt rein. Ich glaube, das habe ich sowieso die ganze Zeit spazieren getragen. Zombie Brain. Das heißt jetzt hier ja Zombie Brain, weil das kein Zombiefleisch ist. Obwohl, eigentlich müsste es Zombiefleisch sein. Genau. Das haben die ja jetzt hier so ein bisschen umbenannt, weil ich ja jetzt hier mit den anderen Texturen spiele. Normalerweise heißt das Rotten Flesh, das kennen wir ja alles. Zombie Head. Hm. Diese Kiste ist auch ziemlich vollgepackt. Ich sollte vielleicht auch mein Lager bauen. Bauen wir das hier rein? Ich meine, im Moment ist es ja noch so eine Art Wohnraum und Wohnhaus. Aber vielleicht sollten wir das umfunktionieren zu einem Lager. Naja gut, das müssen wir uns noch überlegen. Ich hole mir mal das ganze Gestein hier wieder raus. Genauso wie das Chinselwerkzeug, wo auch immer ich es hingepackt habe. Och nee. Da habe ich es reingepackt. Und ich bräuchte eigentlich ein Feuerzeug. Und ein Eisen. Nehmen wir uns einfach das hier raus. So. Das ging, glaube ich... Nee, andersrum. Na, so war's. Genau. Ich werde mal die Musik wieder umstellen. Na. Die hatten wir auch schon 1500 Mal. Siedler 7.
Mir ist das eigentlich... Nimm mal die. So. Das wäre eigentlich meine Kampfmusik, glaube ich. Passt ja jetzt. Ich gegen ein Skelett. Gegen zwei Skelette. Drei Skelette. Ach du Scheiße. Ich hätte vielleicht die Musik nicht so anprangern sollen als Kampfmusik. Boah. Los, sterb. Du auch. Wo ist das andere Skelett? Haja! Oh, ich habe hier gerade ein bisschen Grünzeug weggemacht, aber nicht so schlimm. Und wir essen ein Brot. War da eben gerade ein Skelett? Hm. Vielleicht war das auch noch das letzte Geräusch von dem Skelett, was wir gerade umgebracht haben. Das könnte ich mir auch vorstellen. So, dann würde ich sagen, wir verwandeln uns mal wieder. Warte mal, ich mache das mal... Mist, wie war denn jetzt Außenansicht? Ich glaube F5, genau. So, dann gucken wir uns das doch mal von außen an. Und ich schrumpfe und ich schrumpfe und bin eine Fledermaus. Irgendwie süß, ne? Na gut, dann wollen wir mal. Ich wollte das ja hier so ein bisschen angleichen. Ich muss mal gucken. Kinselwerkzeug habe ich jetzt mit. Wie sieht denn das andere Gestein aus? Das müsste das hier sein. Das ist dunkler. Die Frage ist ja immer noch, mache ich das zu oder lasse ich es offen? Ich müsste es eigentlich zumachen. Ich mach mal diesen Baum hier weg. Oh, das dauert jetzt ein bisschen länger, weil ich halt fliege. Mit der Axt, naja, das geht eigentlich auch ein bisschen schneller. So, jetzt nehmen wir doch mal Erde, wenn ich jetzt welche mitgenommen hätte. Ich flieg mal kurz nach Haus. Das geht ja jetzt alles ein bisschen schneller, weil wir ja jetzt Flügel haben. Boah. Nein, falsche Kiste. Die Kiste war's. Oh, ich bin schon wieder vollgepackt mit irgendwelchem Scheiß. Packen wir hier mal die Stalagniten und Stalaktiten rein. Genauso wie den Zombie-Kopf und hier die Knochen. Fäden haben wir hier. Und die Eimer... Die lasse ich mal hier vorne. Oh, ist auch alles voll. Ist ja schlimm. Ich habe einfach keinen Platz mehr. So, die Kohle nehme ich mal mit. Dann werde ich die mal so ein bisschen aufteilen. Was schmelzen wir denn? Aluminium und Zinn haben wir so wenig. Komm, wir schmelzen Zinn statt Aluminium. Weil Zinn brauchen wir ja noch. Aluminium eigentlich auch, aber hey. Das ist jetzt erstmal völlig egal.